Gerrit, endlich wieder bei uns. Schön, dich wiederzusehen. Glückwunsch erstmal, Olympia-Quali geschafft. Erzähl uns, wie war es bei der Nationalmannschaft? Ja, war eine tolle Erfahrung. War ein schwieriges Turnier. Jede Mannschaft, die dort war, hat wirklich gefightet ohne Ende. Und ich meine, man wusste auch, eine Niederlage kann das ausbedeuten. Deswegen sind wir da wirklich hochkonzentriert in jedes Spiel gegangen. Aber es hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht und ist natürlich overhappy mit dem Ergebnis. Happy wart ihr auch direkt nach dem Spiel gegen Lettland. Erzähl uns, was habt ihr nach dem Spiel noch gemacht mit der Mannschaft? Ja, natürlich ist da erstmal der ganze Druck abgefallen, weil es war natürlich auch sehr wichtig für den Verband oder für das gesamte deutsche Eishockey. Wir haben dann natürlich uns das ein oder andere Bierchen noch in der Kabine gegönnt, haben da noch ein bisschen gefeiert und dann danach in der Hotelbar auch noch ein paar Getränke zu uns genommen. Aber ja, an sich haben wir uns natürlich wie Sportler das so tun, ordentlich verhalten, weil wir ja jetzt halt eben unter der Woche die meisten viele Spiele haben. Aber viel Zeit zum Durchatmen hast du jetzt nicht. Heute geht es direkt nach Pardubitz. Genau. Wie hast du unseren Sieg verfolgt, das 6:0? Ja, ich habe dann direkt danach im Live-Ticker nachgeguckt, wie es steht. Zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, dann 4:0 vorne und dann kamen ja nochmal die zwei Tore zum Schluss raus. Aber ja, was ich gesehen habe, ist der Gegner auf keinen Fall zu unterschätzen. Ich denke, dass sie zu Hause eine ganz andere Mannschaft werden. Und ja, wir werden da auf jeden Fall alles geben müssen. Aber ich denke, wenn wir das abrufen, was wir können, dann haben wir da auf jeden Fall eine gute Chance, dass wir das Spiel auch ziehen. Alles klar, danke. Gut.